Hallo Julia, ich darf dich heute begrüßen bei uns in unserem kleinen Videopodcast. Du bist ja Biologin, Ernährungsexpertin und Fitnesstrainerin und eines deiner Spezialgebiete ist ja ketogene Ernährung. Und darüber möchten wir heute sprechen. Freut mich, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich ja über mein Lieblingsthema sprechen darf. Und zu deinem Lieblingsthema, wie bist du denn überhaupt auf die ketogene Ernährung gekommen? Ja, das hat auch so ein bisschen mit deiner eigenen Leidensgeschichte zu tun, beziehungsweise meinen eigenen Erfahrungen, dass ich halt, ja, wie viele natürlich einfach mit, was weiß ich, mit im Teenageralter begonnen habe, so meine ersten Diäten zu machen und nicht unbedingt, weil ich jetzt dick war, sondern weil man halt, ja, gewisse Vorstellungen hat von seinem Körper, wie der auszuschauen hat, offensichtlich. Und dementsprechend habe ich mich eigentlich schon immer dann auch sehr, immer auch mit Ernährung beschäftigt und auch viel Sport immer gemacht. Und irgendwann bin halt einfach den normalen Empfehlungen gefolgt, mit Vollkorn und auf Fett geachtet und so weiter. Und irgendwann war es dann so der Punkt, wo das ganze Kalorienzählen und das ganze fettarme Essen nicht, irgendwie nicht mehr so funktioniert hat. Mir ist einfach körperlich immer schlechter gegangen und zusätzlich zu diversen, ja, Sachen wie Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen, chronische Rücken- und Knieschmerzen sind dann auch noch ja, nicht erklärlicher Gewichtszuwachs dazu gekommen. Und da war ich dann wirklich sehr, ja, einfach verzweifelt, muss man einfach sagen, weil ich habe ja alles so gemacht, wie man es machen soll. Und es hat irgendwie meine Gesundheit immer schlechter werden lassen, anstatt besser. Und da habe ich dann begonnen, erstmal wirklich mich sozusagen auf meine Biologiewurzeln zu besinnen und überlegte, was ist denn artgerecht? Ich habe so viel gelernt über Tierhaltung und Zootierhaltung und wie man, worauf man achten muss, wenn man Tiere gesund erhalten will. Das gilt ja für Menschen genau gleich. Wir sind ja auch Tiere. Und da habe ich mich dann da orientiert und geschaut, was gibt es denn in Literatur? Und da bin ich dann drauf gekommen, dass es eigentlich sogar recht viel gibt dazu und dass das, was wohl für uns das Richtige ist, evolutionär gesehen nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was so die gängigen Empfehlungen sind. Und so bin ich dann in diese ganze Schiene hineingekommen und die ketogene Ernährung ist quasi einfach ein Teil dieser, spielt einen Teil in unserem evolutionären Erbe, weil es klassisch für den Fastenstoffwechsel ist, dieser ketogene Stoffwechsel, und weil wir gerade in den nördlichen Hemisphären sicherlich im Winter, in den Wintermonaten natürlicherweise in Ketose waren. Das heißt, ein wichtiger Part unserer evolutionären Entwicklungsgeschichte spielt. Und auch, ja, und dann auch die therapeutischen Ansätze. So, also bin ich da immer weiter reingekommen und das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert. Okay, Wahnsinn. Schöne Geschichte. Und kannst du unseren Zuschauern erklären, was so die Eckpunkte der ketogenen Ernährung sind? Weil bei mir war es so, als ich vor 2 Jahren ungefähr in diese Gesundheitsbranche ja eingestiegen bin, ich habe das erste Mal Keto gehört und dachte mir so, könnte jetzt alles sein. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht, also vielleicht fangen wir so an. Ketogen bedeutet, beschreibt quasi einen ganz speziellen Stoffwechselzustand. Und das ist halt anders als bei anderen, ich sage jetzt Diäten, wo es eher darum, wo man eher zum Beispiel eine, was weiß ich, eine geografische Gegend als Vorlage nimmt, wie mediterrane Ernährung zum Beispiel, oder man hat einen religiösen Hintergrund, wie vielleicht Ayurveda oder in diese Richtung gehend, ist es bei der ketogenen Diät wirklich eine Beschreibung eines messbaren Stoffwechselzustandes. Ja? Das ist sozusagen so der erste Unterschied. Und was so speziell an diesem Zustand ist, ist, dass wir eben, was namensgebend ist für die ketogene Ernährung, dass wir kleine Energiemoleküle machen, die Ketone heißen. Die geben dieser Ernährung den Namen. Das erste Mal kennengelernt hat man die Ketone bei Menschen, die fasten. Also man hat die das erste Mal Anfang des 20. Jahrhunderts nachgewiesen.
und hat gesehen, aha, wenn man fastet, dann hat man diese kleinen Energiemoleküle im Blut. Und irgendwann ist man dann etwa 20 Jahre später, dann so in den 1920er Jahren eben draufgekommen, dass nicht nur, wenn man fastet, sondern auch, wenn man sehr wenig Kohlenhydrate isst und gleichzeitig den Fettanteil anhebt, dass man dann auch diese Ketone im Körper nachweisen kann, also im Blut nachweisen kann. Und dementsprechend ist quasi die Eckpunkte der ketogenen Ernährung ist, dass man Kohlenhydrate weit runterfährt, das Fett, den Fettanteil erhöht und gleichzeitig schaut, dass aber der Proteinanteil dem Bedarf entsprechend ist, also bedarfsgerecht, sagt man dann, wirklich da ist. Und das sind im Wesentlichen die Eckpunkte. Und abgerundet ist es sozusagen dadurch, dass man auch wirklich Ketone nachweisen können sollte im Blut. Nur dann ist es auch wirklich ketogen. Und dann kommt man in diese spezielle Ketose, oder? Genau, genau. Diese, im Wesentlichen, man kann sich ja überlegen, warum macht es der Körper überhaupt, ja? Diese kleinen Energiemoleküle. Und es ist so, dass wenn wir, sagen wir so, wir haben relativ kleine Speicher für Kohlenhydrate in unserem Körper, ungefähr so 2000 Kilokalorien. Das ist nicht wahnsinnig viel. Wenn wir jetzt denken, 2 Tage lang fasten, da sind die schon eigentlich aufgebraucht. Auf der anderen Seite haben wir aber quasi unendliche Mengen an Energie in Form von Körperfett gespeichert, also viele 10.000 Kilokalorien in Form von Körperfett. Und jetzt ist es ja so, dass wir wissen, dass der Mensch länger als nur 2 Tage ohne Nahrungsaufnahme auskommt. Das heißt, irgendwo muss hier eine Alternative zu den Kohlenhydraten geschaffen werden. Und genau da setzen quasi die Ketonkörper ein, nämlich in dem Moment, wo die, wenn wir jetzt von einem absoluten Fastenzustand ausgehen, dann wären relativ schnell so die Kohlenhydratspeicher geleert und dann würde der Körper beginnen, eben diese Ketone zu machen, weil die den Zucker zu einem gewissen Teil ersetzen können. Sie springen quasi ein und die können dann 70% des Energiebedarfs des Gehirns decken zum Beispiel und auch der Herzmuskel, also die Herzzellen lieben Ketone und dann ändert sich der Stoffwechsel dahingehend, dass mehr Fett, also das Fett mobilisiert wird und Fett bereitgestellt wird. Und der Großteil unserer Zellen kommt ja sehr gut mit Fettsäuren aus, aber ein paar Zellen und vor allem auch das Gehirn, da kommen Fettsäuren nicht so wirklich an als Energieträger vor allem. Und deswegen ging man immer davon aus, dass das Gehirn auf Zucker angewiesen ist. Da schweben ja so diese 140 Gramm pro Tag herum in der Literatur. Und das stimmt aber nur dann, wenn keine Ketone da sind. Ja? Und in dem Moment, wo die Ketone da sind, können die eben 70% dieses Energiebedarfs abdecken. Und deswegen, das ist eben auch der Grund, warum der Körper das überhaupt macht. Okay, also somit isst man dann auch weniger Zucker, wenn man diese Ketone hat. Oder kann man weniger Zucker essen, weil das Gehirn genau, weniger braucht? Genau, also der ganze Bedarf, deswegen geht sich das eben auch aus. Man verändert, bei der ketogenen Ernährung verändere ich nicht durch Fasten in dem Falle, sondern eben durch diese Manipulation meiner Makronährstoffe, also durch wenig Kohlenhydrate, mehr Fett, bedarfsgerecht Eiweiß. Dadurch verändere ich, wie der Körper Energie bereitstellt, also aus welchem Treibstoff quasi er primär Energie zieht. Und da verändert sich von primär Zucker auf primär Fett, was eigentlich auch unserem wirklichen, ich sage immer, eigentlich unserer Werkseinstellung entspricht. Ja? Weil deswegen die Natur macht, also ein paar Millionen Jahre Evolution, das hat schon irgendwo seinen Grund, ja. Und wenn wir auf Kohlenhydrate angewiesen wären, hätten wir größere Speicher dafür entwickelt. Ja. Mhm. Dementsprechend ist eigentlich unser Haupttreibstoff, sollte das Fett sein und die Ketonkörper. Und der Zucker ist eigentlich nur eben für ein paar Zellen da. Und wenn wir explosive
Bewegung machen, uns sprinten oder irgendwo ganz schnell weglaufen müssen, brauchen die Zellen den Zucker und das reicht dann auch und dann können wir auch bereitstellen. Aber so den ganzen Tag, wenn wir unsere normalen Tätigkeiten nachgehen und uns auch langsam bewegen oder auch im Wesentlichen bei einem leichten Dauerlauf, auch da sollte von unseren Werkseinstellungen her die Hauptenergiequelle Fett sein. Aber diese Werkseinstellungen haben die meisten von uns verloren quasi aufgrund der westlichen Ernährung, aufgrund dessen, dass wir immer wieder gelehrt bekommen, dass wir 60% oder 55% unserer Tageskalorien in Form von Zucker aufnehmen sollen, dass wir fünfmal am Tag essen müssen. Ja, wenn ich nur von Zucker lebe, dann muss ich auch fünfmal am Tag essen. Aber in dem Moment, wo ich quasi wieder auf Werkseinstellungen zurücksetze, verändert sich das auch. Dann esse ich nur zweimal am Tag, bin viel länger satt und kann wieder hauptsächlich Fett verbrauchen. Und wenn jetzt jemand mit der ketogenen Ernährung oder mit einer Keto-Diät anfangen möchte, wie beginnt man da am besten? Weil ich stelle mir das relativ schwer vor, so einen auf den anderen Tag sich auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Genau, also das Zurücksetzen, das dauert tatsächlich je nachdem, aber das kann schon so 3 bis 10 Tage dauern. Ja, weil wenn man jetzt 30, 40 Jahre lang einer gewissen Ernährungsweise folgt, dann kann man nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen alles umgestellt ist. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Prozess. Es müssen da gewisse Umstellungsprozesse eben stattfinden in den Zellen. Dementsprechend können so die ersten Tage auch oft ein bisschen mühsam sein, wo man sich auch schlapp fühlt und müde fühlt und eben nicht sehr energiegeladen, weil halt irgendwie dann der Zucker ist nicht da, aber Fett kann noch nicht so richtig bereitgestellt werden. Aber diese Umstellungsphase dauert, wie gesagt, zwischen 3 und 10 Tage. Aber 10 Tage ist schon wirklich lange. Ja. Wenn man jetzt, wie gesagt, tatsächlich sagt, man möchte unbedingt mal eine ketogene Ernährung ausprobieren, wobei man ja sagen muss, dass wenn ich jetzt ein absoluter Zuckerjunkie bin oder sehr, sehr viel Kohlenhydrate esse, werde ich schon gesundheitlich davon profitieren, einfach nur die Kohlenhydrate zu reduzieren und zugunsten von hochwertigen Eiweißen und guten Fetten quasi die ein bisschen hochzuschrauben. Da muss man auch noch gar nicht Keto sein. Ja? Also ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, es gibt nur High Carb und Keto, sondern da gibt es ganz viel dazwischen und schon ganz viele positive Sachen passieren, wenn ich einfach nur weniger von den verarbeiteten Kohlenhydraten esse oder einfach mehr in Richtung Lower Carb, Higher Fat und vor allem wichtig bedarfsgerecht Protein. Aber wenn jetzt tatsächlich jemand sagt, na, ich möchte unbedingt diese ketogene Sache da mal ausprobieren, dann ist es so, dass man am Anfang wirklich sich am besten nur auf die, es gibt so Listen, auch Lebensmittellisten, an denen man sich orientieren kann. Am besten sind so grünes Gemüse, grünes blättriges Gemüse, da kann man meistens nichts falsch machen. Man hat irgendwo eine gute Eiweißquelle mit dabei, also das kann jetzt Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte können das sein und irgendwo Fett. Und auch wenn man sagt, wenn man es in Prozent angibt, dann wären es irgendwo wahrscheinlich 75% Fett. Und das klingt jetzt viel, aber das ist nicht so, dass das dann alles in Fett schwimmt, sondern es reicht eigentlich meistens, wenn man die fetteren Teile vom Tier zum Beispiel nimmt oder fetteren Fisch, dann Gemüse, ordentlich Butter oder Olivenöl verwendet oder Kokosöl. Ja. Und dann kommt man schon auf die Fettmenge eigentlich. Und Vollfette, Milchprodukte, da muss man gar nicht mehr, interessanterweise auch gar nicht mehr so viel Fett obendrauf schmeißen. Ja. Und das sind eigentlich schon die Regeln und im Wesentlichen sagt man natürlich, je unverarbeiteter, umso besser. Und natürlich aus Fleisch aus artgerechter Tierhaltung, wenn es irgendwie geht.
Und wenn man das dann alles macht, dann würde man mal beginnen, auch zu messen. Weil wir haben ja gesagt, Keto ist es eigentlich nur, wenn ich Ketonkörper auch nachweisen kann. Ja? Und das, da habe ich ein paar Möglichkeiten. Ich kann das im Blut messen, ich kann es im Urin messen und die eher eine neuere Methode ist in der Atemluft. Und jede von diesen Messmethoden hat Vorteile und Nachteile. Die einfachste und günstigste Variante ist sicherlich, das im Urin zu messen. Und das kann man auch mal, das sind so einfach so Streifchen, die man in den Urin, in den Harnstrahl hält und die verfärben sich. Und dann sehe ich einfach, es ist mehr so ein Ja-Nein. Das ist wie ein Schwangerschaftstest im Wesentlichen. Sagt, bin ich in Ketose oder nicht? Und das ist für den Anfang eigentlich eine gute Methode. Wenn man das aber länger macht, dann verschwinden irgendwann die Ketone aus dem Urin. Weil wir wissen, ja jetzt Ketone sind Energiemoleküle und unser Körper hasst nichts mehr als Energie zu verschwenden, weil wir sind Überlebensmaschinen. Dementsprechend, wenn er da irgendwann mal so nach ein paar Wochen so den Dreh heraus hat und die Dinger gut verbrauchen kann und weiß, wie er die nutzt, dann wird er einfach keine mehr ausscheiden. Und was dann passiert ist, dass man, wenn man dann da drauf pinkelt, ein negatives Ergebnis hat, obwohl man eigentlich in Ketose ist. Ja? Aber so für den Anfang ist das okay. Und dann wäre es eigentlich die, sozusagen der Goldstandard ist eigentlich das Messen im Blut. Und es geht über Messgeräte, wie man es vom Blutzuckermessen her kennt. Mhm. Das kann man zu Hause machen, das kann man selber machen. Das ist ein kleiner Stich in die Fingerkuppe und dann nimmt man das Blut, gibt es auf so einen Messstreifer und das zeigt einem dann einen Wert an. Das ist einfach der verlässlichste Test und daran kann ich sehen, ob Ketone da sind oder eben nicht. Die letzte Variante, die ich nur ganz kurz anschneiden möchte, ist eben das in der Atemluft. Da kommen jetzt immer mehr Geräte auch auf den Markt. Wirklich gut, also wirklich eine längere Geschichte hat nur ein Gerät, das kommt aus Schweden. Alle anderen sind jetzt relativ neu und man muss sagen, dass es auch auf den Anwendungsbereich ankommt und da auch sehr viel quasi individuelle Schwankungen drinnen sind. Das ist einfach nicht so ein Ja-Nein-Wert, so ein hundertprozentiger Wert, wie ich ihn eben im Blut messe. Weil im Blut, das ist keine Interpretationsfrage, sondern da habe ich eine gewisse Millimol pro Liter Anzahl von diesen Ketonkörpern und da habe ich eine minimale Messungenauigkeit vom Gerät, aber sonst ist es einfach keine Unterschiede von einer Person zur anderen. Währenddessen bei den Atemgeräten ist dann noch nicht so gut validierte, ja, noch nie, die sind noch nicht so standardisiert und dazu kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Aber wenn man es messen will, Anfang Urin und dann im Blut. Und wenn man das jetzt schon ja, sehr lange macht, auch so wie du, also dass man sich da sehr gut auskennt und auch weiß, was sein Körper braucht, merkt man das auch selber, dass man in der Ketose ist? Oder muss man es wirklich messen? Also genau, wenn man es schon länger macht, dann misst man mal eigentlich, oder dann misst man nur mehr, wenn es einem irgendwas Besonderes interessiert oder man mal es halt wieder wissen will. Aber man merkt, also erstens hat man natürlich dann die Erfahrung und weiß einfach, wenn ich mich so und so ernähre, dann passt es. Man merkt es natürlich an Dingen wie Hunger oder so Cravings, also wenn gewisses Verlangen nach Sachen, nach irgendwelchen Lebensmitteln wieder aufkommen, die schon lange weg waren, dann ist das oft ein Zeichen, dass irgendwas mit dem Blutzucker vielleicht durcheinander ist oder da ein Energiebereitstellungsproblem ist. Man merkt eigentlich auch, aber das merkt man dann mehr, wenn man oft irgendwas gegessen hat, was nicht so gut ist, dass man sich schlechter konzentrieren kann, Stimmungsschwankungen auch auftreten wieder. Also oft ist es ein sehr subtiler Unterschied zwischen, ich fühle mich einfach wirklich super und leistungsfähig und mental klar und stabil von meiner Psyche her, im Gegensatz zu
irgendwie kommt mir vor, ich kann mich nicht so richtig konzentrieren und irgendwie bin ich ein bisschen, ja, schlecht drauf und ich weiß aber nicht so richtig, warum. Das ist sehr interessant, dass ja die Psyche und vor allem Sachen wie depressive Verstimmungen sehr gut auf die Ketose eben reagieren. Also Das war, ja. es ist jetzt für Personen, die zum Beispiel ja sehr, sehr anfällig sind für ja leichte Depressionen, auch mal eine gute Idee, einfach das auszuprobieren für sich. Definitiv. Also es gibt einiges auch an publizierter Literatur dazu. Viele also wirklich schon in Peer-Reviewed-Journals, also Fallbeispiele über Depressionen und bei auch anderen psychischen Erkrankungen. Was man einfach sagen kann, ist jetzt auch aus Anekdoten und so aus Erfahrungsberichten wird immer wieder erzählt, dass sich die Leute viel ja, stabiler fühlen. Das könnte jetzt einerseits natürlich damit zusammenhängen, dass man gewisse Lebensmittel weglässt in der ketogenen Ernährung, die potenziell einfach ein Störfaktor sind. Wenn ich jetzt an Lebensmittelunverträglichkeiten denke, wenn ich Sachen wie Gluten und Soja und solche Dinge denke, dann kann natürlich das einfach ein Grund sein, weil ich Sachen einfach nicht esse. Ja? Aber was auch sehr gut dokumentiert ist, ist, dass die Ketone selbst entzündungshemmend wirken. Also das lässt sich wirklich auf Zellniveau nachweisen. Und es gibt einige Hinweise darauf, dass gerade Depressionen mit einer quasi Entzündungsprozess, so eine Silent Inflammation im Gehirn auch mit zu tun hat. Und so macht es natürlich auch wieder Sinn, warum möglicherweise Ketonkörper, also die Ketone, hier positiv auf depressive Verstimmungen wirken, weil sie einfach auch antientzündlich wirken. Ja. Ist mir jetzt ganz neu. Also finde ich jetzt toll, dass du uns hier so viel erzählst. Also habe ich so nicht gewusst. Bei Keto, wenn man das googelt, ja, ich bin ja immer so ein Fan, ich google erstmal alles, dann kommt man jetzt erstmal auf den Bulletproof Coffee mit MCT-Öl, Butter oder Kokosfett. Was hältst du davon? Also der Bulletproof Coffee, ja, kann eine wirklich coole Sache sein. Es ist einfach klingt erstmal ungewöhnlich oder gewöhnungsbedürftig. Wenn man es mal zubereitet hat, merkt man, dass es also schmeckt super, einfach wie ein Milchkaffee im Wesentlichen. Ja, weil man würde das im Blender zum Beispiel machen und dann wird es schön cremig und wie gesagt, schmeckt wirklich wie ein Milchkaffee. Die eigentliche Idee ist ja gar nicht so neu, weil auch inspiriert an den Anden und Entschuldigung, am Himalaya mit dem, wo sich die Yak-Butter in den Tee geben. Also fermentierte Yak-Butter ist es. Und dann habe ich mal mit einer ganz lieben alten Tante von mir gesprochen, die in den Salzburger Bergen auf der Alm jahrelang gelebt hat. Und die hat mir erzählt, ja, das haben die Senner bei uns auch gemacht. Die haben sich immer die Butter in den Kaffee gegeben. Also ist anscheinend eine ganz alte Tradition und gar nicht so was Ungewöhnliches. Aber der Sinn dahinter jetzt in unserem Kontext ist eben, dass das MCT-Öl, diese mittelkettigen Triglyceride, das sind so ganz spezielle Fettsäuren, die einfach anders vom Körper behandelt werden als längerkettige Fettsäuren. Die werden für Energiebereitstellung präferiert. Die werden einfach anders transportiert und haben einfach die werden anders behandelt, ja, in der Zelle, sagen wir so. Und die werden auch bevorzugt in der Leber zu Ketonen umgewandelt. Das heißt, ich habe sozusagen
zwei Fliegen mit einer Klappe irgendwo. Ich habe einerseits, dass sie ganz schnell in die Zellen gelangen und dort primär zur Energiebereitstellung sowieso da sind. Auf der anderen Seite werden sie aber auch zu Ketonkörpern umgewandelt und können damit dann zum Beispiel dem Gehirn oder anderen Zellen noch leichter als Fett zur Verfügung gestellt werden und können so auch eine Art von Zuckerersatz eben darstellen, wie wir das schon auch schon gehört haben. Das bedeutet, der Bulletproof Coffee ist ein bisschen so ein Energy Shot, aber ohne den Zucker. Ja? Und der Vorteil ist halt, dass natürlich die Sättigungswirkung auch vom Fett dabei haben, weil das wirkt ja auch auf einer hormonellen Ebene über Signale auf unser Gehirn und gibt Sättigungssignal. Andererseits habe ich aber den Vorteil, dass ich zwar was zu mir nehme, aber meistens kaum eine Insulinantwort haben werde. Das heißt, es wird mein Fastenfenster nicht wirklich unterbrechen. Ich werde halt nachher nicht in irgendein Blutzuckertief fallen, weil eben der Körper nicht mit Insulin reagiert. Und dementsprechend kann das einfach eine super Energie, ja, ein Energiehack sein. Also kann man sagen, das MCT-Öl ist wie so ein Superfood der ketogenen Ernährung. Gibt es da denn gibt's da noch welche, von denen man wissen sollte? Oder ist es jetzt wirklich so das Einzige, wo man sagt, okay, das ist der Wahnsinn? Also MCT-Öl kommt ja eigentlich in den tropischen Ölen vor, also eigentlich im Kokosöl und im Palmöl. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel natives Kokosöl einfach in die Ernährung einbaut, da sind auch schon die MCTs drinnen. Also es muss nicht unbedingt jetzt das MCT-Öl sein, sondern einfach, wenn man mit Kokosöl arbeitet, noch dazu ist es auch drinnen. Interessanterweise, das Leinöl hat auch sehr pro ketogene Eigenschaften. Da gibt es ja die, es fällt mir der Vorname nicht ein, aber Budwig. Ja. Ja. Budwig-Creme, ne, mit Leinöl. Genau, die war ja eigentlich auch eine Fettspezialistin und eine Lebensmittelchemikerin. Und da gibt es auch so ganz spezielle Zubereitungsarten mit Leinöl und Quark und so. Und da haben wir mal ein bisschen experimentiert, auch eine liebe Kollegin von mir, die Daniela Pfeiffer. Und da sind wir eben drauf gekommen, dass das schon quasi so ein Keto-Hack war, diese Mischung aus dem Leinöl mit dem Quark. Und es dürfte eben auch an den Fettsäuren liegen, die auch im Leinöl halt drinnen sind. Ja. Aber sonst ist es halt so, dass man wirklich mit echten Lebensmitteln arbeiten kann und nicht unbedingt auf Spezialprodukte angewiesen ist. Wie gesagt, das kann man so als Kirsche obendrauf sehen, aber im Wesentlichen geht es wirklich auch mit echten Lebensmitteln. Und da ist einfach der Fokus auf der Nährstoffdichte. Das heißt, das Schöne an dieser Art der Ernährung ist, dass ich, wenn ich in dem Moment, wo ich die Kohlenhydrate rausnehme, schaffe ich Platz für hochwertige Lebensmittel, die lange Zeit auch ein bisschen an den Rand gedrängt worden sind, unberechtigterweise. Ja. Wie halt zum Beispiel alle Innereien. Das klingt jetzt vielleicht auch im ersten Moment auch ein bisschen, muss ich nicht haben. Aber wenn man sich es auch überlegt, erstens in allen Jäger-Sammler-Gesellschaften und allen traditionellen Gesellschaften sind Innereien ein ganz wichtiger Part der Ernährung, ein ganz wichtiger integraler Bestandteil, werden hochgeschätzt, wird auch immer als erstes gegessen, wenn ein Tier getötet wird, sind auch wenn man jetzt noch das Kochbuch der Großeltern sich anschaut, gerade auch bei uns in Wien, also ob das jetzt Nierndln sind oder Hirn mit Ei oder was auch immer, das ist einfach ganz, ganz tief verankert eigentlich in unserer traditionellen Ernährung auch. Und auch zu Recht, weil einerseits ist es ein hochwertiges Lebensmittel, das auch dazugehört, dass man es isst. Ja, wenn schon ein Tier sterben muss, dann sollte ich auch alles vom Tier verwerten.
Es ist auch irgendwo ein Respekt dem Tier gegenüber, dass ich das alles nutze. Es hat irgendwo auch mit Nachhaltigkeit natürlich zu tun, weil wenn man sich anschaut, wie viel weggeschmissen wird, also nicht weggeschmissen, aber dann halt irgendwo anders landet, in der Futtermittelindustrie oder in Kosmetikprodukten oder sonst wo, ist halt einfach schade. Auch, weil das könnte man auch essen. Und die sind extrem nährstoffdicht. Das heißt, so zum Beispiel die Leber ist wahrscheinlich eines der nährstoffdichtesten Teile des Tiers überhaupt. Wir haben einfach alle Vitamine. Wir haben Vitamin A, Vitamin, die B-Vitamine natürlich drinnen. Wir haben das Magnesium drinnen, auch das Herz als Muskel, extrem viel Coenzym Q10. Ja, weil es einfach ein Muskel ist, der sehr viel Energie machen muss und dementsprechend sehr viel Mitochondrien hat und sehr viel Coenzym Q10 hat. Ja. Wir haben Kollagen zum Beispiel in den Gelenken oder in Knochen von Tieren drinnen. Und Kollagen ist extrem wichtig für unsere eigene Haut natürlich, für Haargesundheit, für Nägel, für unsere Gelenke. Ja. Und das ist einfach dann das Schöne, wenn man dann auch langsam beginnt, vielleicht auch hier das ein oder andere mit einzubauen und sich damit auch ein bisschen anzufreunden und zu recherchieren, wie man es wieder richtig zubereitet und so. Also ich glaube ja, wenn man es nicht weiß, ist es leichter. Ich glaube, die Hemmung ist auch einfach das Wort zu hören oder zu lesen. Also wäre es für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt Hirn zum Beispiel lese, dass ich das essen sollte oder auf der Speisekarte ist, dann wäre die Hemmung größer, als wenn man es einfach mal blind links versucht. Natürlich, weil wir assoziieren gewisse Dinge damit, ja. Und vor allem, wenn man es wenn man es noch nie gekostet hat oder noch nie ausprobiert hat, dann ist es natürlich einfach mal schwierig. Ja? Aber trotzdem zahlt es sich aus, sich dann vielleicht da doch mal damit zu beschäftigen oder heranzutasten. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, man kann ja auch die Leber mal, man kann die auch zum Beispiel faschieren, also in so, durch so einen Hack, wie ein Hack machen und nur ein Hackfleisch nehmen und das zum Beispiel ein bisschen untermischen und sich so langsam auch an gewisse Sachen herantasten. Aber nur, dass man das auch ein bisschen im Kopf hat, das sind natürlich schon sehr wichtige Lebensmittel, die es wert sind, auch wieder zurückzufinden in unsere Ernährung. Das finde ich einen guten Tipp mit dem Hackfleisch, dass man das da untermischen kann. Und du meintest ja, in der Leber sind ganz, ganz viele wichtige Nährstoffe. Ist es denn dann so, wenn ich sage, okay, ich ernähre mich ketogen, ich achte darauf, dass ich wirklich vieles vom Tier auch esse, dass ich dann eine gute Grundversorgung habe? Oder kann es ja auch sein, dass es vielleicht sinnvoll ist, mal zu messen, ob ich wirklich mit allem versorgt bin und dann wieder zu gucken, okay, in welchen Lebensmitteln ist das, wie kann ich das mein Lebensstil da ein bisschen umstrukturieren oder auch die Lebensmittel umstrukturieren? Im Wesentlichen finde ich so Messen immer gut, ja, weil natürlich, wir haben uns ja dann oft 30, 40 Jahre vielleicht nach irgendwie anders ernährt oder selten auf jeden Fall wirklich den Fokus auf, wo ist was drin und kriege ich genug, ja, sondern meistens nimmt man ja nur an, das wird schon irgendwie passen. Und in meiner Erfahrung sind natürlich gibt es überhaupt niemanden, der nicht irgendwelche Defizite hat, weil es ja auch nicht mehr in den Lebensmitteln drinnen ist. Das ist ja das Problem auch, unsere Böden sind ausgelaugt, es wird mehr auf die gleiche Fläche angebaut. Das ist logisch, dass dann in einem, Blumenkohl nicht mehr das Gleiche an Vitaminen drinnen sein kann. Ja. Mhm. Dementsprechend, egal welche Ernährungsform man folgt, sollte man, finde ich, immer ein- bis zweimal im Jahr mal so einen Status machen lassen und schauen, wo fehlt mir denn vielleicht was, wo bin ich vielleicht nicht optimal unterwegs und wo zahlt sich's aus, dass ich noch ein bisschen nachhelfe, weil man muss einfach sagen, es ist wirklich schwierig, alles nur über echte Lebensmittel zu decken. Es gibt einfach gewisse, ich sage jetzt einfach Vitamin D.
Ja, Vitamin D kann ich schon ein bisschen über die Nahrung aufnehmen, aber halt nicht wirklich substanziell. Wir verbringen alle nicht mehr genügend Zeit an der Sonne. Dann jetzt kommt dann der Winter. Ich meine, jetzt ist es sowieso vorbei mit dem Vitamin D machen. Dementsprechend solches, es gibt einfach so Grundvitamine oder Mineralstoffe, die grundsätzlich schon Mangelware sind. Ja? Mhm. Auch weil zum Beispiel in Deutschland gewisse Mineralstoffe sowieso wenig vorkommen. Und deswegen auch in der, im Boden, deswegen zahlt sich das einfach aus, immer mal nachzuschauen und da noch zu tunen, weil im Wesentlichen all diese Mikronährstoffe haben eine sehr spezifische Wirkung und Funktion in unserem Körper und unsere Zahnräder können nur gut funktionieren, wenn halt diese Schräubchen da sind. Und wenn die Schrauben nicht da sind, dann wird das eine Zahnrad eiern und sich verhaken und dann läuft es einfach nicht rund. Ja? Und dementsprechend finde ich das immer sinnvoll, messen und dann entsprechend supplementieren oder die und oder natürlich die Ernährung nochmal überdenken und schauen, wo ist das drin und wo kann ich dann nochmal mehr Fokus vielleicht draufsetzen. Okay, dann Dankeschön. Wir wären jetzt auch am Ende und ich wollte dich fragen, ob du noch ein paar Tipps und Tricks für unsere Zuschauer hast. Ich meine, jeder, der sich jetzt mit der ketogenen Ernährungsform beschäftigen möchte, der sollte ja definitiv erstmal dein Buch als Gute-Nacht-Lektüre lesen, würde ich mal sagen. Das ist ein guter Einstieg. Vielleicht hast du ja noch so einen Super-Hack für uns. Also vielleicht nicht verkrampfen, ja? Nicht verkrampft rangehen, sondern es klingt jetzt vielleicht pur und messen und ui und Dings, aber in Wirklichkeit ist es super intuitiv und sehr, sehr einfach. Ja? Und der Anfang, ich würde es wirklich am Anfang mich an, entweder, also bei mir gibt es Listen, aber es gibt auch andere, die tolle Listen haben, wo man sich mal an so Grundlebensmittel hält, sich mit denen versucht anzufreunden, da seinen Weg findet, wie es auch im eigenen Leben gut reinpasst, auch was man mag und nicht mag, ja. Und dann von dieser, und dann einmal messen und mal schauen, funktioniert's. Und dann kann ich mich von der Basis aus raufarbeiten, im Sinne von, dann beginne ich mehr Lebensmittel dazu zu nehmen, um mal zu schauen, ja, wie ist es denn, wenn ich die Möhren da esse? Oder wie ist es denn, wenn ich doch einmal eine Portion Reis? Macht es einen Unterschied, ob der Reis warm oder kalt ist? Und da kann ich wirklich experimentieren. Und jeder Mensch ist anders. Und es hängt extrem davon ab, ob ich jetzt als zwei Beispiele wirklich vom Spektrum, ob ich jetzt 20 bin und Triathlon und 20 Stunden die Woche trainiere oder ob ich vielleicht 45 oder 50 bin und Diabetiker. Ja? Und dementsprechend kann eine ketogene Ernährung komplett unterschiedlich ausschauen. Ja? Dementsprechend von einer sicheren Basis starten, sich langsam mal damit anfreunden, messen und dann nach und nach schrittweise den Speiseplan erweitern und schauen, was tut dieses Lebensmittel mit mir. Okay, super. Dann danke für deinen Tipp und danke, dass du dir Zeit genommen hast.